Boah, also ich würde da untergehen ohne Ende. Jetzt muss ich wieder darüber. Okay, ich bin ein bisschen ungeduldig. Habe ich gerade festgestellt. Wir wissen aber, wie es geht. Also von daher... Jetzt! Gott. Dann müssen wir darüber. Einmal da hoch und Geduld haben. Geduld ist eine Tugend. Boah. Geduld, Lara. Jetzt. Ja, Geduld ist eine Tugend und die habe ich nicht unbedingt. Aber wir müssen hier Geduld haben. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ah, Gott sei Dank, ey. Okay, jetzt klettern wir nach oben. Ihr wollt mich verarschen, oder? Okay. Komm dann nicht weiter höher. Alter, das ist ein Sprung, der gefällt mir überhaupt nicht. Pass auf, wir gehen erstmal hier hoch. Gut. Nein! Ah, Scheiße, 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 Scheiße. Okay, das wird doch eine größere Herausforderung, als ich dachte. Das wird doch eine größere Herausforderung, wie ich dachte. Verdammte Axt. So. So weit, so gut, aber der Sprung hat nicht gescheit geklappt. Verdammt. Das ist natürlich auch immer die Frage. Weil ich könnte hier jetzt zum Beispiel einen Cut machen und können sagen, wenn ich es dann geschafft habe, lasse ich das Video weiterlaufen. Aber das will ich ja nicht. Also ich werde hier definitiv einfach aufnehmen und was schief geht, geht halt schief. Kann man nichts machen. Ja. Okay. Bis da hoch komme ich ja. Das ist ja nicht das große Problem. Manchmal springen die halt ein bisschen komisch ab. Habe ich das Gefühl. So, Geduld haben, Lara. Geduld, Lara. Jetzt. Gut. Ah, yeah, yeah, yeah. Ziemlich gefährlich, finde ich. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen.
mehr als nur das Timing. Ich muss weiter klettern. So. Wenn ich hier jetzt oben bin, kann ich ja... Ich kann ja nicht weiter runter, gell? Ich kann ja auch von hier aus nicht weiter hoch. Ich muss irgendwie... Moment, auf was muss ich denn eigentlich springen? Ich überlege gerade. Schau mal gerade alles nochmal in der Position an. Nach oben muss ich, aber ich komme hier nicht weiter hoch. Das ist gut. Weil da ist ja was. Ach nee. Ach so, komme ich nach oben. Total easy going, weißt du? Ich laber die ganze Zeit davon und dabei geht es so nach oben. Wow. Okay. Soviel zu dem Thema. Ist mehr als gefährlich. Also wenn ich jetzt von hier aus warte, dann komme ich irgendwann mal drüben an. Also von daher ist es ja kein Problem. So, die Tür müssen wir aufkriegen, glaube ich. Also wir müssen erstmal auf die andere Seite rüber. Eieiei. Dass es so easy going ist, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen einfach zu kompliziert gedacht, glaube ich. Ich habe gedacht, ich muss überspringen und dann nochmal auf den Balken drauf und dann rüber. Ich denke da ab und zu mal ein bisschen zu kompliziert. Zu komplex. Okay. Dann hier haben wir hier noch Münzen. Und wir haben hier noch was Schönes. Sind wir gespannt, was wir da drin finden. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne... Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können auf 3. Toll, das was ich freigeschalten habe, oder? Vorhin. Aber ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt sind wir da weiter. Mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das richtig so ist. Wow. Okay. Wir können erstmal hier runter, glaube ich, oder? Können wir, okay. Denk mal, das würde so passen, vermute ich mal. Wir probieren's. Warte mal, da war was. Lohnt sich doch ab und zu mal runter zu springen. Okay. Hier kommen wir schon mal hoch. Ob ich dann so hier rüber? Boah, kann die weit springen, ey. Alles durch die Beine. Hart, ey. Und jetzt rüber. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Das vermute ich auch immer. Weg der Unsterblichen. Ich vermute mal, wir kriegen demnächst Probleme. Bis jetzt war ja noch alles so, Lara! Wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Okay.
Ein Pfeil zeigt dahinter. Warum kann ich jetzt... Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Okay. Aber wir haben ja auch gelernt, dass der Prophet unsterblich ist. Also, wie will er den bitte töten? Das freut mich jetzt schon ein bisschen. So, das ist voll. Wir schauen mal kurz dahinter. Lohnt sich's hier? Ah, eine Karte. Immer sehr schön. Okay, das ist der Weg nach hinten. Ich hab doch gesagt, da hinten geht's weiter. Okay, das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Das wird noch eine Weile dauern, das Spiel. So, dann würde ich sagen, gehen wir da hinten durch. Das sollen wir ja eigentlich auch durch. Okay, Holz haben wir auch genug. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig wegen Fallen und so. Boah, sieht aber mega geil aus. Sieht schon cool aus. Okay, da springen wir rüber. Ein Stoppelsprung nach oben, dann... Okay. Dann nach oben. Ach du Scheiße. Okay. Wir dürfen mich nicht sehen, weil sonst bin ich, glaube ich, am Arsch. Okay. Ich glaube, da kann ich mich festkrallen. Ich hoffe es mal. Okay, das kommt mir sehr bekannt vor, sowas. Ich glaube schon mit Absicht, dass man hier das nicht probieren kann. Heieiei, irgendwoher kommt mir das sehr bekannt vor. Oho. Geht ziemlich weit runter. Alter! Oh oh. Ja, das ist ziemlich gefährlich so. Ich hab's schon fast gedacht. Also jetzt mal ganz ehrlich, was für einen Willen muss man da haben, da noch zu überleben? Alter Schwede. Das hat er aber richtig doof enden können. Boah.
What? Jetzt sagen wir nicht, dass sie mich schon gefunden haben. Alter. Ganz ehrlich, sieht mega geil aus. Wow. Ich wollte mich verarschen. Alter, wenn die uns sehen, dann sind wir flick, ey. Alter Schwede. Boah, mega. Hallo. Okay, ein Lagerfeuer ist schon mal geil. Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, ey, da geht schon ein bisschen die Furcht, ey. Okay, wir können hier im Moment nichts machen. Schade eigentlich. Halle der Wächter. Sie sagt auch nichts dazu. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir geradeaus weiter. Ja klar. Da muss sie echt schwindelfrei sein. Sieht aber schon mega geil aus mit diesem Feuer und so weiter drauf. Boah. Böse. What is this? Ja. Es sind so viele. Also das würden wir auf jeden Fall nicht überleben im Kampf. Boah. Alter Schwede. Schaut mal an, wie viele da kommen, ey. Es erinnert mich voll an 2013 Tomb Raider mit den ganzen Samurai-Krieger. Samurai-Krieger. Boah, ey, Alter. Konntest du, glaube ich, auch nicht angreifen, wenn mir nicht ihr. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe.
Ja, da muss ich dir leider recht geben, weil unsterbliche Armee, Alter, was du damit alles machen könntest, ey. Boah. Stell dir das mal real vor, ja. Eine unsterbliche Armee, die könnte alles niederbrechen. Ohne dass irgendwie wer Gegenwehr setzen könnte, wäre alles zu spät. Aber die Frage ist, was können wir gegen die Armee tun? Ich meine, wir müssen zur göttlichen Quelle. Aber wie kommen wir da hin? In einer unsterblichen Armee, wenn jemand unsterblich ist, kannst du ja nichts dagegen tun, irgendwie. Und das ist nicht das erste Mal in dem Spiel, wo wir sie sehen. Ich denke mal, wenn so ein Spruch kommt, die haben mich gesehen oder so. Wow. Seht ihr das? Alter Schwede. Sieht das ja mal mega, mega geil aus. Wow. Krass. Da brauche ich unbedingt mal ein Bild davon. Hier haben wir noch Erste Hilfe, da hinten haben wir auch noch Sachen. Die werden wir uns schnell noch holen. Also Federn haben wir auch noch genug. Was wir finden können, nehmen wir mit. Alles, schau mal da runter, das sehe ich jetzt erst. Das ist ein Schiff. Eine Fähigkeit hätten wir. Geräuschloser Killer. Starke Medizin wäre vielleicht von Vorteil. Tod von oben vielleicht nicht so. Ausweichkillen, naja, vielleicht. Das wäre vielleicht auch interessant. Ich nehme mal geräuschloser Killer. Ich glaube, das Wichtigste wird wahrscheinlich sein, dass wir gegen Trinity antreten müssen und nicht gegen die Unendlichen, also gegen diese unbesiegbare Armee, weil dagegen könnten wir sowieso nichts ausrichten. Oh, das sieht immer hammerheftig aus. Da unten ist noch eine Galeere. Saugeil. Okay, dann würde ich sagen, ja, springen wir einfach mal runter, oder? Und auf geht's. Mist. Wow. Okay, das hätte natürlich jetzt böse ausgehen können und wir hängen auch so schön. Ja. Habe ich da gerade was verpeilt oder so? Ich glaube, ich habe jetzt was verpeilt gerade. Also ihr merkt schon, da wird es actionreich weitergehen, würde ich sagen. Und ich glaube, ich habe da eine Tastenkombination verpeilt, dass ich vielleicht da hätte was benutzen müssen. Sozusagen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier bei dem Lagerfeuer einen kleinen Cut. Es sieht schon mega geil aus, muss ich zugeben. Also mir gefällt es richtig gut. Ich bin gespannt, was noch alles so kommen mag. Es wird bestimmt noch aufregend werden, definitiv. Und da wird es noch sehr viel Action geben.
Und es wird auf jeden Fall noch Grafik ein richtig schönes Highlight werden, denke ich mal, weil das sieht ja mega geil aus. Und ich freue mich schon, hier weiter zu spielen. Und dann würde ich sagen, ja, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Oder einen Kommentar schreiben, wie es euch so gefallen hat bis jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Players Club Member, Baby und ciao.